Hallo Yugi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute stelle ich euch mal mein Blauäugig-Deck vor. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Ja, seit dem Beginn der ersten Serienstaffel ist das Blauäugig-Themendeck bzw. der Blauäugige Weiße Drache ja eigentlich eine der ikonischsten Karten, ja, die ja auch heutzutage noch nach wie vor relativ viel Support bekommt. Und ja, ich habe mal durchaus zwischendurch ein paar Varianten von diesem Deck mal ausprobiert und habe jetzt mal mich für eine Variante entschieden von diesem Deck, wo ich meinen Fokus halt mehr auf den Bereich der Level 8 Monster lege, denn hier ist in den letzten Jahren beziehungsweise in den letzten Sets durchaus sehr, sehr interessanter Support erschienen, der dem ganzen Themendeck halt hilft, da ein paar interessante Kombos auf das Spielfeld zu legen und unter anderem auch den Gegner auch durchaus ein OTK halt zu verpassen. Wie das Ganze dann aussieht und wie das Ganze so im Groben funktioniert, werde ich euch dann im Laufe dieses Deckprofils ein bisschen näher bringen. Das Deck selber ist nicht hundertprozentig als auf Budget-Variante halt gebaut, hat aber sehr, sehr viele günstige Optionen in diesem Deck enthalten. Ich habe aber auch ein paar Budget-Optionen für euch dann an den entsprechenden Stellen auch gerne, die ich euch nennen möchte, damit ihr das Deck auch möglichst auch günstig halten könnt, wenn ihr das Deck entsprechend mal selber spielen möchtet. Schauen wir uns aber dazu erstmal das Deck in dem Detail ein bisschen näher an und natürlich beginnen wir mit einer dreifachen Ausführung des blauäugigen weißen Drachen. Dadurch, dass wir uns die Karte auf sehr, sehr vielen Wegen auf die Hand nehmen bzw. auch vom Friedhof beschwören dürfen bzw. auf den Friedhof legen dürfen, sollten wir die Karte durchaus dreimal auch spielen, da wir ihn halt vielfältig nutzen können. Nicht nur für diverse Effekte oder um ihn auch direkt zu beschwören, sondern weil wir ihn auch für andere Karteneffekte auch wieder weiterverarbeiten dürfen. Deswegen dreimal eigentlich für mich ein absolutes Must-Have in diesem Deck. Dann eine der etwas teureren Karten, die aber Gott sei Dank durch den ein oder anderen Reprint auch ein bisschen erschwinglicher geworden ist und die ich halt trotzdem relativ wichtig finde, ist der blauäugige alternative Weiße Drache. Nicht nur, dass er eine gratis Spezialbeschwörung für ein Level 8 Monster ist, das uns im Zweifelsfall auch ein gegnerisches Monster entsorgen kann, er ist auch ein wichtiger Bestandteil für verschiedene Exis und auch teilweise Synchro-Kombinationen. Daher finde ich es auch recht interessant oder auch recht wichtig, diesen Kollegen auch dreimal zu spielen, einfach um da ein paar mehr Optionen für verschiedene Effekte einfach zu haben. Dann spiele ich nur in einfacher Ausführung, dadurch, dass diese Karte super super ist, den blauäugigen Chaos Max Drachen. Diese Karte ist wirklich ein absoluter Oberknaller, nicht nur, dass er vor gegnerischen zielenden und zerstörenden Effekten geschützt ist, nein, er macht auch noch, wenn er einen Monster in Verteidigungsposition angreift, doppelten durchschlagenden Kampfschaden. Was in sehr, sehr vielen Fällen durchaus schon mal ein OTK bedeuten kann, wenn wir ein passendes Verteidigungsmonster des Gegners überrennen dürfen. Also von daher eine oberstarke Knallerkarte. Man kann das Deck natürlich auch mit dem größeren Fokus auf den Chaos-Max-Drachen aufbauen, beziehungsweise auch den Chaos-Drachen, also den kleinen Bruder quasi vom Chaos-Max-Drachen mit integrieren, um diesen OTK noch ein bisschen zu festigen. Ich habe mich allerdings ein bisschen darauf beschränkt, den Kollegen nur einmal zu spielen, um eine zusätzliche Option zu haben, die dem Gegner ein bisschen mehr Druck halt bereitet, falls meine Basisstrategie, die ich ja so ein bisschen verfolge, nicht so ganz funktioniert. Und wie gesagt, dadurch, dass er durch sehr, sehr viele Optionen halt sehr gut suchbar ist, reicht es Ihnen auch an der Stelle für mein Deckprofil auch ihn nur einmal zu spielen. Als nächstes haben wir einmal den Drachengeist des Weißen. Viele verzichten mittlerweile auf diese Karte, was ich in einigen Stellen auch durchaus nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mit dem Drachengeist des Weißen noch immer eine Möglichkeit haben, in der Hinterhand haben, sowohl den weißen Drachen, den ich im Zweifelsfall auch mal auf der Hand halte und ich irgendwie weiter verarbeiten kann, beschwören zu können mit dem Effekt des Drachengeistes Weißen. Außerdem habe ich mit dem Drachengeist des Weißen in Kombination mit ein oder zwei Wiederbelebungskarten die Möglichkeit, auch gegnerische Zauber und Fallen zu entsorgen, die mich vielleicht ein bisschen blockieren. Deswegen auf 1 ist die Karte absolut ausreichend, weil sie sich halt super in das Deck halt integriert, in die ganzen Karteneffekte, die wir so zur Verfügung haben. Und weil ich halt auch, wie gesagt, diese beiden Optionen habe zum Verbannen von gegnerischen störenden Zaubern und Fallen und der zusätzlichen Option, einen weißen Drachen aus meiner Hand zu beschwören. Ja, dann geht es weiter mit einem kleinen steinigen Trio, und zwar dem weißen Stein der Uralten. Er ist so einer unserer zentraleren Sucherkarten für unsere Blauäugigkeiten bzw. Beschwörer und Recycler gleichzeitig. Also eine doppelte Funktion hier ein. Nicht nur, dass er uns in der Endphase des Spielzugs, in dem er auf den Friedhof gelegt wird, ein Blauäugig-Monster aus dem Deck beschwören darf, was halt sowohl der blauäugige weiße Drache als auch der Drachengeist des Weißen sein darf. Nein, wir können damit sogar verbrauchte Karten wie beispielsweise auch den alternativen blauäugigen weißen Drachen
oder auch einen ja verloren gegangenen, vermeintlichen blauäugigen Chaos-Max-Drachen wieder vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen, um so nochmal ja, unseren Drachen eine zweite Chance zu geben. Außerdem eine ganz wichtige Eigenschaft ist der ja, Teil, dass er ein Empfängermonster ist. Also hier haben wir auch die Möglichkeit, den Stein auf den Friedhof zu bekommen, falls wir gerade keine passenden Abwurfeffekte haben, einfach indem wir ihn für eine Synchrobeschwörung halt benutzen. Und da habe ich auch ein paar sehr nette Optionen, die dem Gegner da durchaus ein bisschen Druck bereiten können. Passend zum weißen Stein der Uralten spiele ich auch noch einmal den weißen Stein der Legende. Auch nochmal die wichtige Eigenschaft, dass er hier ein Level 1 Empfänger ist und uns einen weißen Drachen direkt auf die Hand suchen kann, was durchaus ganz praktisch ist oder praktisch sein kann, immer mal so einen blauäugigen weißen Drachen auf der Hand zu halten. Dann lange verschwunden, ich habe ihn jetzt aber mal wieder integrieren wollen, weil ich ihn doch recht interessant finde, den Weisen mit den blauen Augen. Nicht nur, dass er uns ein blauäugig Monster direkt aus dem Deck beschwören kann, indem wir ein Effektmonster auf dem Spielfeld und dann auf den Welt und auf den Friedhof legen. Nein, er ist sowohl auch ein Empfänger, was schon mal wieder eine gute Möglichkeit ist für Synchro-Plays. Außerdem dürfen wir, wenn er normal beschworen wird, uns ein Level 1 Empfänger vom Typ, von der Eigenschaft Licht aus dem Deck suchen, was bei unseren beiden Steinen immer eine ganz hilfreiche Sache ist, um den Stein beispielsweise direkt wieder abwerfen zu können. Lange Zeit hat man ihn auch benutzt, um beispielsweise auch Karten wie den Effektverschleier oder die Effektverschleierin aus dem Deck zu suchen. Ich nutze aber ihn hauptsächlich für einige Synchro-Spielchen oder um ihn halt abzuwerfen, um ein blauäugig Monster direkt aus dem Deck zu beschwören. Machen wir weiter mit ein paar ja, nicht blauäugig Themenkarten. Hier habe ich zum einen in zweifacher Ausführung den Nebeldrachen. Hier kann man auch ein bisschen variieren und auch gerne mal auf 3 oder vielleicht auch sogar nur auf 1 spielen. Ich finde, auf 2 ist eigentlich die Anzahl eigentlich relativ optimal, um hier in dem Fall auf unsere 8er Exis Spieler Plays zu gehen. Na, wir haben die Möglichkeit, mit ihm halt verschiedene 8er Exis zu bauen und im Regelfall wollen wir uns sowieso auf eine bestimmte Kombo halt fixieren und da hilft der Nebeldrache ganz gut, denn wenn wir seinen Effekt benutzen, um sowohl ihn als auch ein anderes Level 8er Drachenmonster aus unserer Hand zu beschwören, dann sind wir für den Rest des Zuges auf Licht und Finsternis Drachen eingeschränkt, was aber kein großes Problem bedeuten muss, denn wie gesagt, unsere OTK-Kombination, die wir an der Stelle hier verfolgen können, ist auf Licht und Finsternis Drachen halt eingeschränkt, also von daher passt das hier auch wunderbar ins Gesamtbild. Dann ebenfalls in zweifacher Ausführung spiele ich die galaktische Spiraldrachenkarte. Er ist im Prinzip ein ja, kleines Gegenstück zu unserem Nebeldrachen. Dadurch, dass er sich halt, sobald ich halt zwei Licht- oder Finsternis-Drachen kontrolliere, oder auch ein Licht- und Finsternis-Drachen, darf ich diesen Kollegen aus meiner Hand als Spezialbeschwörung beschwören, beziehungsweise sogar aus dem Friedhof, falls er sich dort befinden sollte. Die Tatsache, dass ich dann anschließend aus dem Spiel entfernen sollte, das Spielfeld verlassen, ist kein großartiges Problem, denn in den meisten Fällen nutzen wir den galaktischen Spiraldrachen zusammen mit seinem zweiten Effekt, der jedes Monster auf unserem Spielfeld zu einem Level 8 Monster macht, sowieso für Exis-Kombination. Das heißt, wir verlieren ihn effektiv nicht mal wirklich, sondern können ihn im besten Falle auch noch ein weiteres Mal später benutzen, wenn wir ihn als Exis-Material abgehangen haben. Dann als kleines Tech-Spielchen habe ich einmal den schwarzen Drachen Kollapsschlange und den weißen Drachen Lindwurmstrahl. Durch unsere recht hohe Anzahl an Licht- und Finsternis-Drachen, wobei der Lichtanteil ein bisschen größer ist, habe ich die Möglichkeit, mit den beiden Drachen hier nochmal eine extra zusätzliche Spezialbeschwörung zu machen, um auf einige Link-Optionen zu wechseln, falls ich auf keine passende Exis-Option wechseln kann. Aber auf der anderen Seite habe ich noch eine interessante kleine Tech-Karte bei den Synchromonstern auf Stufe 5, zusammen mit einem unserer ja doch sehr zahlreichen Empfänger, nämlich ganze 7 an der Zahl, kann ich hier noch ein recht interessantes Synchromonster auf das Spielfeld legen, was in Kombination mit dem Chaos-Max-Drachen einen relativ sicheren ja, OTK auch bedeuten kann. Also hier nochmal die Option mit den beiden ja, Mini-Chaos-Drachen, wie sie auch gerne genannt werden. Dann, last but not least, bei den Monstern spiele ich noch einmal den rotäugigen finsterer Metalldrache. Durch sein Erratum ja, hat er natürlich ein bisschen eingebüßen müssen, was seine Spielstärke an sich halt angeht. Nichtsdestotrotz ist der rotäugige finstere Metalldrache nach wie vor ein wirklich extrem starker Drache, der eigentlich in fast jedes Drachendeck reingehört. Denn mit seiner Fähigkeit, einen beliebigen Drachen aus unserer Hand oder unserem Friedhof beschwören zu dürfen, können wir wirklich ein sehr, sehr krasses und starkes Feld aufbauen. Deswegen einmal, so oft wie er halt momentan noch erlaubt ist, absolut Pflicht in meinem Fall und auch nicht wirklich ja, wegzudenken. Kommen wir nun zu den Zauberkarten und hier fange ich mit unseren ja, Sucher- und ja, Verwertungskarten an. Diese Option ist wahrscheinlich für die meisten eher weniger erschwinglich, nämlich die Bingo-Maschine los. Dadurch, dass sie halt bisher nur einen Print bekommen hat, in dem Legendary Duelist 3 war das in dem Fall, glaube ich, sogar 3.
ist die Karte noch relativ teuer. Allerdings gibt es zum einen halt eine sehr günstige Gegenvariante, die man halt spielen kann, nämlich in dem Fall Manju der 10.000 Hände, weil wir mit der Bingo-Maschine uns ein blauäugig Monster bzw. einen Zauberer Falle suchen dürfen, die den blauäugigen weißen Drachen beispielsweise als ja im Text erwähnt suchen dürfen. Und da kann man sich auch sehr gut halt vorstellen, sowas wie zum Beispiel auch den blauäugigen Chaos-Max-Drachen bzw. das Chaos-Ritual sich zu suchen. Und das geht über den Manju genauso gut. Der Vorteil der Bingo-Maschine gegenüber dem Manju an der Stelle ist einfach nur, dass ich noch ein oder zwei Suchoptionen mehr habe in diesem Deck. Aber wie gesagt, man muss diese teure Karte nicht unbedingt spielen. Wie gesagt, Manju ist eine ganz gute Alternative. Oder man wartet einfach darauf, dass dann, sofern es dann auch wirklich mal irgendwann passiert, auch der Reprint von dem Legendary Duelist 3 ist. Den Anfang hat Legendary Duelist Season 1 ja auch schon gemacht mit den ersten beiden Legendary Duelist Sets. Also von daher ist da die Chance auch relativ groß, dass wir auch hier nochmal einen Reprint von der Bingo-Maschine irgendwann bekommen werden. Also wie gesagt, die beiden Optionen habt ihr, Bingo-Maschine oder halt Manju der 10.000 Hände, funktioniert in den beiden Fällen mindestens genauso gut. Weiter geht es mit einer Standard-Sucherkarte in jedem Blauäugig-Deck, würde ich mal behaupten, mit der dreifachen Ausführung von Melodie des erwachenden Drachen. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Nicht nur, dass wir uns ein beliebiges Blauäugig-Monster damit quasi suchen können, weil alle halt die Voraussetzungen für die Melodie des erwachenden Drachen erfüllen. Nein, wir können damit sogar ein paar tote Handkarten auch loswerden. Meistens wollen wir damit halt beispielsweise einen Stein oder den galaktischen Spiraldrachen loswerden, weil wir da auf der Hand nicht ganz so viel mit den Karten im Regelfall halt anfangen können. Außerdem spiele ich in zweifacher Ausführung tatsächlich die Chaos-Form, denn dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, den blauäugigen Chaos-Max-Drache mit dem weißen Stein der Uralten zu recyceln, habe ich hier die Möglichkeit, zweimal auf den Chaos-Max-Drachen zu gehen. Denn mittlerweile ist es teilweise so, dass so ein Chaos-Max-Drache nicht unbedingt sofort das Ende eines Spiels bedeuten muss und dass der Gegner dann in seinem nächsten Spielzug einen Chaos-Max-Drache durchaus entsorgen kann. Von daher kann es sehr überraschend kommen, wenn ich dann in der Lage bin, einen zweiten Chaos-Max-Drachen hinzulegen. Von daher spiele ich hier die Chaosform zweimal, um auch nochmal die Option auch teilweise zu haben, die Karte einfach direkt mal zu ziehen, ohne dass ich halt dann wirklich erst noch den Chaos-Max-Drachen selber mir noch irgendwie suchen muss, beziehungsweise die Chaosform selber, weil die halt ein bisschen schwieriger zu suchen ist. Dann geht es weiter mit einer klassischen Karte für Decks, die sehr viele Level 8 Monster spielen, wie ich es in dem Fall tue, nämlich der Enzalo-Name. Hier können wir unsere Hand ein bisschen auffrischen, tote Level 8 Monster erstmal beiseite legen und dann für spätere Spielzüge mehr oder weniger später wiederverwerten. Dann eine sehr coole Karte damals, als sie in einem Structure-Deck erschienen ist, musste ich wirklich mich sehr, sehr freuen. Denn die Rückkehr der Drachenherren ist wirklich eine etwas bessere Wiedergeburt für unsere zahlreichen Level 7 und 8 Drachen. Denn der zusätzliche Schutzeffekt, den diese Karte hat, wenn sie auf dem Friedhof liegt, ist wirklich nicht zu verachten. Insbesondere gegen sehr zerstörungswütige Decks können wir damit wirklich teilweise unser gesamtes Feld halt schützen. Und das finde ich halt wirklich extrem wichtig und auch extrem gut. Darum spiele ich die Karte auch hier in dreifacher Ausführung. Auch deshalb schon, weil ich damit auch viele zusätzliche Rang 8 bzw. auch einige Link-Kombinationen halt sehr wechseln kann. Das größte Problem, was das Deck gerne mal hat, sind Decks, die ein bisschen sehr stark auf Backrow halt setzen, also sehr viele Zauber und Fallen benutzen, um uns klein zu halten. Hier können ein doppelter Zwillingstwister helfen, da den Gegner so ein bisschen auszuboten und auszuloten. Wer ein paar Euro mehr zur Verfügung hat, beziehungsweise Glück beim Ziehen damals hatte, kann auch sowas wie Blitzsturm spielen. Da wir nicht sehr viel mit verdeckten Karten hantieren oder mit sehr viel auf, beziehungsweise wenn wir halt anfangen wollen, können wir natürlich auch mit dem Blitzsturm erst einmal das Feld leer räumen, bevor wir dann mit unseren Kombinationen anfangen. Das heißt, da wäre Blitzsturm durchaus auch denkbar. Allerdings hat der Zwillingstwister noch einen zweiten Vorteil, dass wir hier auch störende Karten halt zum Abwerfen halt benutzen können, beziehungsweise Karten, die wir auf dem Friedhof halt eher sehen wollen. Von daher Zwillingstwister als günstige Gegenalternative durchaus zu empfehlen, vielleicht sogar schon fast einem Blitzsturm vorzuziehen, auch wenn der Blitzsturm in vieler Hinsicht auch sogar einige Vorteile bietet. Weil ich die Karte durchaus mag und weil es durchaus mal größere Problemfelder gerade zu Beginn eines Duells geben kann, habe ich hier noch als Alternative Raigeki drin. Wer einen Blitzsturm hat, hat quasi einen Zwillingstwister, einen kostenlosen, sag ich mal, kombiniert mit einem Raigeki in einer Karte. Deswegen spiele ich halt zweimal Zwillingstwister und einmal Raigeki, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass Raigeki immer noch eine recht gute Karte in unserem Spiel letzten Endes halt ist. Dann, last but not least und auch als einzige Falle, spiele ich noch einmal die ultimative Kreatur der Zerstörung.
Die Karte ist ein bisschen sehr speziell. Man muss sie nicht unbedingt spielen. Ich habe sie auch wirklich als kleine Überraschungstech-Karte noch mit drin, um im Zweifelsfalle, wenn ich dann wirklich ein gutes Board aufgebaut habe aus einem Blauäugig-Feld, dass ich dann entsprechende Monster auch einmal schützen kann für einen Zug. Und ich muss halt auch dazu sagen, ich muss halt zugeben, das Artwork der Karte ist einfach nur der Hammer. Und weil der Effekt auch wirklich noch relativ gut spielbar ist, habe ich mich auch dazu entschlossen, die Karte einmal mit reinzunehmen. Und der wesentliche Vorteil ist auch, wir könnten sie sogar mit unserer Bingo-Maschine vorzeigen und dann gegebenenfalls auch sogar ziehen. Also von daher hier als mögliche Option, die ihr nicht unbedingt spielen müsst, einmal die ultimative Kreatur der Zerstörung. Ja, das war das Main-Deck. Dann gehen wir nun über zum Extra-Deck und da beginne ich mal mit meinen wenigen Link-Optionen. Ich glaube, so Standard-Optionen für gerade die Sachen oder gerade für Karten, die halt mit Level 1 und so zu tun haben, sind der Link-Kuribo und natürlich auch die aufgegebene Seele. Zwei sehr gute Optionen. Die aufgegebene Seele ist nicht unbedingt ein Must-Have. Der Link-Kuribo ist ja schon ein bisschen besser erreichbar und hilft uns dabei, unsere Steine auf den Friedhof zu legen. Beziehungsweise sollten wir auch mal sowas wie unseren Weisen mit den blauen Augen auf dem Spielfeld haben, der mit seinen relativ wenigen Angriffspunkten gerne mal ein beliebtes Angriffsziel werden kann, haben wir hier zumindest die Möglichkeit, ein solches Monster wieder vom Spielfeld zu kriegen, um dafür zu sorgen, dass wir nicht ganz so viel Schaden kassieren. Eine wirklich coole Karte in Kombination, gerade wenn wir nicht unbedingt auf unseren Chaos-Max-Drachen kommen, aber trotzdem ein bisschen Schaden austeilen möchten, ist der Pentest-Käfer. Dadurch, dass jedes Monster, das er zeigt, was wir kontrollieren, durchschlagenden Kampfschaden verursacht, kann man da durchaus eine ganze Menge böser Spielereien machen. Insbesondere, wenn wir dann auf unsere Exis-OTK-Kombination gehen möchten und der Gegner sich gerade sehr defensiv verhält, kann der Pentest-Käfer hier helfen, da nochmal dem Gegner eine böse Überraschung halt zu verschaffen. Ansonsten gegen offensivere Decks. Als Gegenstück dazu habe ich einmal den Untertaktungsübernehmer mit drin. Der macht im Prinzip das Gegenteil von unserem Pentest-Käfer, denn er reduziert einfach die Angriffspunkte eines gegnerischen Monsters um die Angriffspunkte von einem Monster, auf das er zeigt. Ja, viel muss man nicht dazu sagen, glaube ich. In Drachendecks eigentlich relativ typisch und auch häufig gesehen ist das priesterliche Siegel der himmlischen Sphären, ist insbesondere dann interessant, wenn wir kein besonders großes Feld aufbauen können, aber trotzdem auf zwei Drachen kommen, die gerade nicht allzu viel machen können, ist das priesterliche Siegel der himmlischen Sphären eine ganz gute Option, um uns da ein bisschen Schutz halt vor dem nächsten gegnerischen Zug zu bieten. Dann geht es mal weiter mit meinen Synchro-Optionen und als interessante Level 5 Synchro-Option, wie gerade schon angemerkt, habe ich den Christron Armetrix mit drin. Denn dieser gute Kollege ist in der Lage, die Position von gegnerischen Monstern so zu verändern, dass sie für unseren Chaos-Max-Drachen eigentlich genau richtig liegen, denn er versetzt nämlich alle gegnerischen Monster in die Verteidigungsposition. Das gilt zwar nur für spezialbeschworene offene Monster des Gegners, aber das reicht in den meisten Fällen schon aus, um da vielleicht das ein oder andere Monster mit einer deutlich geringeren Verteidigungspunktzahl zu haben, sodass hier unser Chaos-Max-Drache wirklich noch einen immensen Schaden dem Gegner halt verursachen kann. Dann bei unseren anderen Synchro-Optionen habe ich einmal den blauäugigen Geisterdrachen. Er ist wirklich eine Option, sehr gut auch zu wählen, wenn man mal gegen Panel-Decks spielen muss, da er solche Panel-Beschwörungen, also Massenbeschwörungen halt verhindern kann. Und mit seinem Negierungs- und auch mit seinem Beschwörungseffekt von einem anderen erlichten Synchro-Drachen können wir auch hier eine ganze Menge gute Spielereien verursachen. Und natürlich als passende Synchro-Option für den Beschwörungseffekt von unserem Geisterdrachen haben wir hier einmal den himmelblauäugigen bzw. azuräugigen silbernen Drachen mit drin. Eigentlich nur ein Standardpärchen, was man eigentlich in sehr, sehr vielen blauäugigen Decks zu Gesicht bekommt. Gut, dann mache ich mal weiter mit unseren Exis-Optionen. Da sind halt, wie gesagt, Sachen, da müsst ihr nicht alles unbedingt von spielen. Aber die beliebte OTK-Kombination, die das Deck halt machen kann, ist so meiner Meinung nach für das Deck eigentlich essentiell, weil man den Gegner wirklich gerne mal sehr hart treffen kann. Aber davon abgesehen habe ich einmal basistechnisch einmal den Galaxie-Augen-Körperpanzer-Photon-Drache, der nicht nur mit seinen 4000 Punkten recht überraschend auch mal problematische Monster mal überrennen kann, auch wenn er dadurch nicht unbedingt viel Schaden verursacht. Zusätzlich habe ich einmal den Galaxie-Augen-Cypher-Drachen, der mal eben so für ein gegnerisches Monster mopsen darf, was ich halt auch interessant finde. Und besonders spaßig wird das Ganze, wenn der Gegner sogar noch ein Exis-Monster hat, weil der dann nochmal ein bisschen extra Bonus uns halt liefert.
Außerdem jetzt in dieser Variante des Decks enthalten einmal Nummer 68 Sanna von das Himmelsgefängnis, welcher gerade bei friedhofslastigen Decks oder Decks, die halt viel aus dem Friedhof beschwören wollen, wirklich ein sehr, sehr gutes Hindernis darstellen kann. Ansonsten ist Sanna von gerade im späteren Duellverlauf eine interessante Karte, weil er ja für jedes Monster auf dem Friedhof nochmal extra Angriffs- und Verteidigungspunkte bekommt. Also von daher ist die Karte an der Stelle nicht zu unterschätzen. Gut, ansonsten optional kann man halt einmal spielen den Gesu, den Orkus des Abendsterns. Ich glaube, seine wesentlichen Vorteile muss man nicht großartig erläutern, denn nicht zielen an der gegnerischen Karte weglegen zu dürfen, ist schon eine ganz gute Sache. Den zweiten Effekt zum Anhängen eines passenden Materials können wir in den meisten Fällen halt nicht nutzen, weil wir halt keine Maschinenmonster in unserem Deck halt spielen. So, kommen wir nun aber zu unserem eigentlichen OTK-Trio und da ist die erste Schlüsselkarte Nummer 97 Drachlubion, denn mit seinem Effekt dürfen wir zwei Nummern Drachen von unserem Extra-Deck vorzeigen und eins davon beschwören und das zweite Monster als Material drunter hängen. Die Optionen, die man da ganz gerne mal nimmt für unseren OTK, sind einmal Nummer 38 Hoffnungsvorbote der Drachen-Titan-Galaxie, der auch Standalone noch sehr gut funktioniert, um den Gegner so ein bisschen an Spielen halt zu hindern, dadurch, dass er halt Zauberkarten annullieren kann. Und unser OTK-Monster ist in dem Fall Nummer 100, der Numeron-Drache, denn er kann durch seinen Effekt für jeden Rang auf dem Spielfeld 1000 Angriffspunkte für sich geltend machen, was in Kombination mit unserem Drache Lubion einfach mal direkt 9000 Angriffspunkte bedeutet. Und sollte der Gegner dann noch beispielsweise ein eigenes Exis-Monster auf dem Spielfeld haben, ja, dann kann der Gegner relativ schnell einpacken, dann wird der Numeron-Drache zu einem wahren Killer-Drachen. Ja, das ist so mein Deckprofil von meinem aktuellen Blauäugig-Deck. Wer das Ganze mal in Aktion erleben möchte, das Deck, kann sich gerne mal die Wiederholung von unseren Streaming-Duellen mal angucken, denn da habe ich das Deck auch durchaus schon mal in der Variante gespielt. Jetzt allerdings die Frage, was haltet ihr von diesem Deckprofil? Habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge, wie man das Deck spielen kann? Habt ihr andere Präferenzen? Wollt ihr einen größeren Fokus mehr auf den Chaos-Max-Drachen legen und da nochmal den harten OTK halt hinlegen? Schreibt mal gerne ein paar Kommentare unter das Video und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Spotlight oder unserem nächsten Stream auf twitch.tv/traderonlinevideo. Ja, jeden Samstag um 14 Uhr wieder. Macht's gut.